Sie schon wieder. Ja, ich habe mir das jetzt mal im Über-Edge angeschaut, weil ab da soll jetzt ja der Metrobus auch herfahren, ganz neu. Nicht? Mit dem Bus bis zum Über-Edge, also vom Bozen Über-Edge. Also mir wäre das zu lang. Also irgendwann werden wir dann auch noch nach Übersee fahren mit dem Bus, also mit dem Bus nach Amerika. Das wäre dann der Kolumbus. Ne? Nein, jetzt steige ich in meinen Wagen und schaue, wie lang ich bis nach Bozen brauche. Ne? Das letzte Mal bin ich mich ja verfahren. Ne? Da war ein Nebel, da hat man die Hand vor Augen nicht mehr sehen können. Ich bin ja nur den Nebelleuchten von dem Vordermann gefolgt, ne, bis er irgendwann stehen bleibt. Bin ich ausgestiegen, habe ich gesagt, Entschuldigung, da können Sie nicht stehen bleiben, Manager. Meint er, naja, in meiner Garage werde ich noch parken dürfen. Ne? Na, Bruta Figura gemacht auch noch so. Ach übrigens, der Zirkus Roncalli hat jetzt die Ferrovie Statale verklagt. Haben Sie gehört? Ja, der hat gesagt, Freunde, so geht's nicht. Der größte Zirkus sind immer noch wir. So, jetzt lasse ich Sie. Wiedersehen. Der Wagen. Da. Ab Herbst werden Metrobusse, ähnlich jener in der französischen Stadt Nantes, auch zwischen Kaltern und Bozen verkehren. Doch die Busse sind nur der Startschuss für das neue Verkehrskonzept im Überetsch, das in den vergangenen Monaten ausgearbeitet worden ist. Wir haben die 9 wichtigsten und kritischen Knotenpunkte analysiert. Die Fahrzeiten sind reduziert worden. Von ungefähr 30%. Derzeit sind 25 Minuten notwendig, in Zukunft sollten 18, 19 Minuten notwendig sein. Bei dieser Gelegenheit haben wir auch das Problem Sicherheit gelöst. Das Projekt ist an die heutigen Straßenbaurichtlinien angepasst. Das bedeutet schnellere Fahrzeit und erhöhte Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Heike Meier ist eine von etwa 10.000 Pendlern, die zwischen 7 und 8 Uhr morgens im Überetsch unterwegs sind. Etwa ein Viertel der Autofahrer und ein Drittel der Buspendler aus dem Überetsch bewegen sich in dieser einen Stunde Stoßzeit am Morgen. Jetzt im Sommer schafft Heike es in etwa 25 Minuten von Eppan-Gant zu ihrem Arbeitsplatz nach Bozner Boden. Anders ist es im Winter. Im Winter ist es natürlich also sehr problematisch. Also es fängt dann mit dem Schulbeginn, Kindergartenbeginn an. Es reicht nur, dass irgendwo ein kurzer Auffahrunfall ist. Dann kann es sogar passieren, dass es im Tunnel bei der Mantikler Kreuzung schon zurückstaut. Also zum Beispiel auch wenn es läuft am Eber schon einen Unfall gibt, dann staut es zurück und dann ist vorbei. Dann ist gleich einmal eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde verloren. Der Metrobus soll die Straßen entlasten. Sobald das Konzept fertig umgesetzt ist, wird er eine attraktive Alternative zum Privatauto sein, sind die Befürworter überzeugt. Ein Metrobus ist schneller als andere Fahrzeuge, weil er streckenweise auf einer Vorzugsspur fährt. Zudem hat er an Haltestellen und Kreuzungen Vorfahrt, weil ein intelligentes Ampelsystem die restlichen Verkehrsteilnehmer zum Anhalten zwingt. Eine schnelle Verbindung und eine dichte Taktfrequenz sind ausschlaggebend für den Erfolg. Wir haben den Bedarf, also die Nachfrage auf der Strecke zwischen Eppan und Bozen erhoben und die Taktfrequenz daraufhin eben tariert. Wir wollen zwischen Kaltern und Eppan einen 15-Minuten-Takt zu Stoßzeiten anbieten und zwischen Eppan und Kaltern einen 6-Minuten-Takt. Das ist eben grundlegend, die hohe Vertaktung, damit die Leute eben die Attraktivität dieses Verkehrsmittels auch wahrnehmen und dieses dann nutzen. Am Morgen ist die Zeit knapp. Erst bringt Heike ihre Tochter Ursula in den Sommerkindergarten nach Girlan. Dann fährt sie zur Arbeit nach Bozen. Für sie muss ein Verkehrsmittel darum sehr flexibel sein. 20 Millionen Euro hat die Landesregierung für das Metrobus-Konzept bereitgestellt. Schließlich müssen die Infrastrukturen, wie hier am Bahnhof in Kaltern, errichtet werden. Haltebuchten, Vorzugsspuren, intelligente Ampeln, Kreuzungen müssen neu gestaltet und Busse angekauft werden.
Auch die Gemeinden müssen ihren Beitrag leisten. Die Gemeinde muss natürlich dafür sorgen, dass die Fahrgäste auch zu den Bussen, zu der Direktlinie kommt. Unser Problem ist in Eppan ist, dass der Bahnhof sehr weit weg vom Zentrum ist. Wir haben die Citybusse als Zubringer. Wir bauen aber im Moment einen Pendlerparkplatz, der dann kostenlos sein wird für alle, die mit dem Auto bis dorthin kommen. Und weiters haben wir noch bei der Ausfahrt von St. Pauls ein Grundstück erworben, das der zweite Pendlerparkplatz auf der Strecke sein soll. Der Metrobus startet am Rottenburger Platz in Kaltern, fährt zum Bahnhof Kaltern und Eppan und über den Pillhof bis zur Meraner Kreuzung. In diesem letzten Straßenabschnitt auf der kürzlich errichteten Vorzugsspur. Für die Drusestraße gibt es ein Projekt, das die geplante Strecke in 4 Baulose unterteilt. Eine politische Entscheidung zum Bau der Vorzugsspur gibt es derzeit nicht. Rein technisch wären 2 Teilstücke aber relativ einfach umsetzbar. Die restlichen beiden Baulose haben natürlich die Schwierigkeit, dass hier der Straßenraum nicht ausreichend zur Verfügung steht. Somit also überlegt werden muss, was noch vom Privaten gebraucht wird. Also es geht um Enteignungen und das ist immer schwieriger. Wir müssen hier auch Überzeugungsarbeit leisten und natürlich erst unsere Bevölkerung über das Projekt wirklich voll informieren. Eine Vorzugsspur gibt es bereits zwischen Drusesbrücke und Bahnhof. Im Herbst wird auch zwischen der Mebo-Brücke und dem Langzeitkrankenhaus in Firmian eine solche gebaut. Wir planen auch andere 7 Eingriffe. Für diese Eingriffe sind alle innerhalb 2016, müssen innerhalb 2016 abgeschlossen werden. Der wichtigste ist im Pillhof. Es ist eine Kreuzung auf 2 Ebenen vorgesehen. Die wichtigste Straße ist eine Unterflussstraße und oben planen wir einen Kreisverkehr. Im kommenden Jahr soll das Ausführungsprojekt für das größte Bauvorhaben entlang der Strecke fertig sein. Dann können die Bauarbeiten auch hier beginnen. Der Bau einer Unterführung soll eine Entlastung des Verkehrsknotens und mehr Sicherheit bringen. Der Vorteil des Systems ist, dass es schrittweise umgesetzt werden kann. Man muss also nicht von Anfang bis zum Ende bauen, sondern kann bereits mit einigen Maßnahmen starten, die ersten Busse schon fahren lassen und dann eben Monat für Monat mit Verbesserungen weiterfahren. Zwischen Kaltern und der Meraner Kreuzung in Bozen soll eine Vorzugsspur von etwa 2,5 Kilometer errichtet werden. Das sind etwa 20% der Strecke. Zu kurz, sagen die Skeptiker. Ausreichend antworten die Planer. Wir haben verschiedene Simulationen gemacht mit spezialisierten Programmen, mit auch Experten von diesen Bereichen. Und die Simulationen haben ganz gezeigt, dass diese Strecke gut und dimensioniert sind. Längere Strecken sind nicht notwendig. Könnten nur mehr Kosten und auch mehr Enteignungen bedeuten. Eine schnelle Verbindung, ein dichter Takt und gute Anbindungen, das sind die Anforderungen, die eine attraktive Verbindung zwischen dem Überetsch und dem Stadtzentrum erfüllen muss. Dann werden zukünftig mehr Menschen ihr Auto zu Hause stehen lassen.